Hallo und herzlich willkommen zu Osten Pink Kitchen bei Dana. Ich freue mich wirklich sehr, heute mit euch kochen zu dürfen. Wie ihr wisst, ich habe mich ja der gesunden Ernährung verschrieben und möchte deshalb heute mit euch herzhafte, gesunde Donuts ausprobieren. Und wie die genau gehen, das werde ich euch jetzt zeigen. So, ich habe schon alles vorbereitet, was wir dazu brauchen. Wie ihr wisst, ich bin ja großer Fan von Bio-Produkten. Ich sage immer, man muss mindestens Bio, am besten Demeter sein, weil was in den Korb reinkommt, ist für mich wirklich wichtig. Und ich habe natürlich auch mein Pink Ribbon Notizbuch für meine Rezepte. Da schreibe ich alles rein. Und ich zeige euch jetzt mal die Zutaten. Und zwar brauchen wir 80 Gramm geriebenen Käse, 2 Eier, 50 Milliliter Wasser, 200 Gramm rote Beete, schon grob geschnitten, und Salz und Pfeffer. Alle Zutaten in den Mixer füllen, kräftig durchmixen, in eine große Schüssel umfüllen, noch einmal kräftig durchrühren, mit Salz und Pfeffer abschmecken und in die Diabolo Donut Form füllen. Sieht das Ganze jetzt aus. Ich habe natürlich meinen Backofen schon auf 200 Grad mit Ober- und Unterhitze vorgeheizt und das Ganze kommt jetzt noch 20 Minuten in den Backofen und danach sollte es schon fertig sein. Dann geht's mal los. Ihr habt es gehört, der Ofen piepst. Sie sind fertig. Voilà. Einmal fertige Muffins, die müssen wir jetzt natürlich auskühlen lassen und ich zeige euch gleich das Ende. Die Donuts habe ich noch mit Ziegenfrischkäse und Spinatblättern dekoriert. Sie sehen so echt lecker aus. Man kann sie sowohl als Beilage als auch als Hauptmahlzeit essen. Ich werde gleich mal probieren. Sind die lecker. Ich hoffe, ihr habt Spaß beim Nachkochen und ich freue mich schon auf unsere nächste Pink Kitchen. Bis bald!